Nee, es gibt auch sozusagen ein Geheimrezept für die Nährung des Gehirns, so dass das also da oben alles möglichst lange lebendig bleibt. Und das heißt, man müsste im Leben irgendwas haben, worum man sich sehr gerne kümmert. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen älter werden, der 60-plus-Podcast mit Bertram Kasper. In diesem Podcast geht es darum, über alles zu sprechen, was mit dem Älterwerden zusammenhängt. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Unter dem Motto Gelassen leben soll ein Anfang gemacht werden, um eine Pro-Aging-Kultur in unserer Gesellschaft zu etablieren. Lassen Sie sich inspirieren und werden Sie so entspannt älter. Also dann, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unseren Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Gelassen älter werden. Heute begrüße ich Gerald Hüther. Herzlich willkommen, Herr Hüther. Ja, guten Tag, Herr Kasper. Freut mich sehr, dass das geklappt hat. Ja, ich freue mich auch besonders und ich verfolge Ihre Arbeiten ja als Pädagoge schon eine ganze Weile. Ich selber werde aber 60 und habe gedacht, es ist auch schlau, sich mit dem Älterwerden zu beschäftigen. Und da Sie ja viel wissen über das Gehirn als Neurobiologe, habe ich gedacht, ich würde gerne mit Ihnen über das Alter sprechen, weil ich auch glaube, Sie haben einen besonderen Blick darauf. Und wir nehmen ja quasi Veränderungen am Gehirn nicht so einfach wahr, wie wir körperliche Veränderungen wahrnehmen. Wir können nicht so in unser Gehirn hineinschauen sozusagen. Und ein guter Freund von mir, der sagt immer, ja, er vergisst was, er weiß nicht mehr, wo er Dinge hingelegt hat, ihm fallen Wörter nicht ein. Also das heißt, wir merken das ja auf einer anderen Art und Weise vielleicht, dass auch unser Gehirn altert. Und diesen Dingen wollen wir einfach mal in unserem Gespräch ein bisschen nachgehen. Und Sie selber, das hatte ich schon gesagt, sind ja Neurobiologe und Sie haben viele wissenschaftliche Bücher, besonders veröffentlicht zu der Entwicklung in den frühen Jahren der Hirnentwicklung. Und Sie haben sich viel beschäftigt mit den Auswirkungen von Angst und Stress auf die Gehirnentwicklung und überhaupt auf das Lernen und auch mit der Bedeutung von Emotionen. Und ich glaube, das könnte in unserem Gespräch auch heute eine große Rolle spielen. Und Sie sind, und das finde ich besonders spannend, Gründer der Akademie für Potenzialentfaltung. Sie leben in der Nähe von Göttingen und Sie sind selbst 71 Jahre alt und damit, wie ich das immer sage, in der dritten Lebensphase angekommen. Ja, und ich habe gegenüber Ihnen einen Vorsprung von 10 Jahren. Richtig, genau. Das ist auch spannend und das spielt vielleicht auch in unserem Gespräch gleich eine Rolle. Genau. Es ist vielleicht, muss man ganz am Anfang, damit wir da auf die richtige Spur kommen, herausstellen, dass diese Vorstellung, die wir aus dem Maschinenzeitalter über unseren Körper und dann auch über unser Gehirn alle übernommen haben, dass die eben angesichts der neueren Erkenntnisse so nicht tragbar ist. Es gibt keinen Bauplan in Form eines genetischen Programms, der dafür sorgt, dass das Hirn da oben sich in der Weise herausbildet, wie es dann jeder hat, sondern das organisiert sich ja alles selbst. Mhm. Und das ist im Grunde genommen ein einziger ständig stattfindender Lernprozess, in dem, wenn man es jetzt ein bisschen komisch ausdrückt, das Hirn lernt, wie es seine Vernetzungen gestalten muss, damit es die Aufgabe wahrnehmen kann, für die es eigentlich da ist, nämlich dafür zu sorgen, dass wir am Leben bleiben. Mhm. Und ja, da gibt es auch so ein Grundprinzip, das macht das Gehirn von ganz allein, ob wir das wollen oder nicht, obwohl wir uns dann bisweilen auch selbst dabei ertappen, dass wir diesem Grundprinzip auch in unserem Denken und Handeln folgen. Und das Grundprinzip heißt Energiesparen. Und das gilt für alle Lebenssysteme, also auch für einen Ameisenhaufen oder für eine einzelne Zelle oder für ein Gehirn oder einen ganzen Organismus und natürlich auch für eine Familie oder eine ganze Gesellschaft. Die sind alle gezwungen, ihre Beziehungen zueinander so umzugestalten und immer wieder neu zu gestalten, dass ein Zustand entsteht, in dem zur Aufrechterhaltung der Struktur und der Funktion des betreffenden Systems möglichst wenig Energie verbraucht wird. Mhm.
Das ist etwas, was sich aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik sozusagen zwangsläufig ergibt. Und lebende Systeme können das auch. Deshalb sieht man dann auch solche Energiespareffekte. Und bei uns Menschen sehen die so aus, dass dieser Energiesparversuch des Gehirns dann auch sichtbar wird. Also wir nennen das dann den inneren Schweinehund, der uns daran hindert, uns nochmal aufzumachen, wo wir lieber auf dem Sofa sitzen bleiben. Das ist alles gemütliche, energiesparende. Wir haben auch nicht gerne Probleme. Und wenn ich ganz ehrlich bin und wir uns alle mal so an die eigene Nase greifen, Denken ist auch nicht unsere Lieblingsbeschäftigung. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wirklich ernsthafte Probleme tief und eingehend und sorgfältig zu überdenken. Das ist alles sehr energieaufwendig. Da kommt man häufig durcheinander. Da kommt bisheriges Wissen und bisherige Erkenntnisse und bestimmte Vorstellungen, die man bisher im Hirn verankert hat, die kommen dann in Widerspruch zu dem, was man da denkt. Und dieses Durcheinander im Hirn verbraucht eben sehr viel Energie. Das ist inkohärent. Dann feuern die Nervenzellen ziemlich durcheinander und diesen hohen Energieverbrauch stellen wir dann auch gerne schnell wieder ein, indem wir aufhören, uns allzu viele Gedanken zu machen und lieber den Lieblingsbeschäftigungen nachgehen. Und davon lebt ja im Grunde genommen unsere ganze Wirtschaft. So, und jetzt gucken wir uns das an im Altersverlauf, also im Lebensverlauf. Mhm. Und heißt die frohe Botschaft aus der Hirnforschung, also da gibt es genügend Beispiele, die zeigen, dass es prinzipiell möglich ist, dass sich im Hirn die Nervenzellverknüpfungen bis ins hohe Alter auch immer wieder ändern können. Also das Hirn könnte sich schon immer wieder neu gestalten. Das heißt, hirntechnisch ist Umbau oder Lernfähigkeit bis ins hohe Alter eigentlich kein Problem. Es mag sein, dass dann durch bestimmte Versorgungsschwierigkeiten oder Erkrankungen, die man hat, dass dann gewissermaßen das Hirn ein bisschen Mühe hat, diese wunderbare Fähigkeit so aufrechtzuerhalten, wie es das am Anfang mal war. Aber selbst dann, wenn da einzelne Bereiche nicht mehr so gut versorgt werden, ist das Gehirn prinzipiell immer noch in der Lage, in anderen Bereichen ähnliche Netzwerke nochmal neu aufzubauen. Also prinzipiell wird da alles gehen. Mhm. So. Und deshalb müssen wir uns vielleicht von der Vorstellung verabschieden, dass es so direkt am Hirn liegt, wenn wir uns im Alter so allmählich dann, wenn wir feststellen, dass unsere, nennen wir es mal, geistige Leistungsfähigkeit im Alter abnimmt. Ich will jetzt nicht gleich sagen, dass es an der Bequemlichkeit liegt. Mhm. Ja. Aber es liegt sicherlich daran, dass man im Laufe des Lebens eben ja auch viel gelernt hat, dass man sich Kenntnisse, Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und so weiter angeeignet hat und dass dann so etwa, bei manchen geht das schon mit 16 los, aber bei vielen eben dann so um die 50 herum, da hat man sich, wie das da so neudeutsch heißt, gesättelt. Also man weiß, wie der Hase läuft, man kommt mit allem so einigermaßen zurecht. Und dann gibt es überhaupt gar keine Notwendigkeit, sich nochmal zu ändern. Mhm. Und da steckt das Problem. Also das ist die erste quasi wichtige These. Sie sagen, das Gehirn ist ja zeitlebens in der Lage, sich neu zu entwickeln, neue Vernetzungen hinzubekommen. Und es liegt sozusagen eher an den Menschen und wie sie mit ihrem Leben umgehen. Ja, und da müssen wir eben klären, dass während der Hirnentwicklung, wo sich das Hirn sozusagen, wo es diese Vernetzungen herausbildet, das ist ja nicht ein Prozess, der von diesen genetischen Programmen gelenkt wird, sondern der wird ja durch die Erfahrungen gelenkt, die man im Laufe des Lebens macht, auch schon nebenbei gesagt vorgeburtlich. Und diese Erfahrungen werden strukturell im Hirn in Form von bestimmten Vernetzungsmustern verankert. Und das Prinzip heißt, es werden nicht die Probleme im Hirn in Form von entsprechenden Verschaltungsmustern verankert, sondern es werden die Lösungen, die die einzelne Person gefunden hat, im Hirn als feste Verschaltungen verankert. Und da ahnen Sie schon, dass viele Menschen im Laufe ihres Lebens so bestimmte Lösungen finden, die sind dann im Hirn als feste Vorstellungen verankert. Also so muss es gehen und so wird es gemacht. Ja, und dann haben sie natürlich ihre ganze Offenheit und Flexibilität verloren. Dann sind sie ein Gefangener ihrer einmal ins Hirn gebauten Vorstellungen.
Das haben sie ja damals nicht absichtlich gemacht, sondern das waren meist ja Vorstellungen, die sie sich angeeignet haben und oder die sie von anderen übernommen haben, weil sie energiesparend waren. Mhm. Es ist immer bequem, zum Beispiel die Meinungen anderer zu übernehmen. Da braucht man ja nicht selber zu denken und dann quasselt man das Zeug dann selber nach. Und in einer Gesellschaft, in der alle so dieselben Überzeugungen haben, neigt man dann ja auch dazu, relativ erfolgreich damit voranzukommen, weil die bestätigen sich da alle damit und dann hat man überhaupt gar keinen Grund mehr, an der einmal gewonnenen festen Überzeugung zu zweifeln. Also machen wir es konkret. Mhm. Also die Stellung, dass es ohne Wettbewerb keine Weiterentwicklung gibt und dass wir den Wettbewerb mit anderen brauchen, ist nichts weiter als eine Vorstellung. Mhm. Das ist durch nichts in der Welt nachweisbar oder gesichert. Im Gegenteil, wir verdanken unser großes Hirn definitiv nicht dem Wettbewerb, den wir gewonnen haben, sondern dem Umstand, dass es uns als menschlichen Gemeinschaften immer wieder gelungen ist, neue Ufer zu erschließen und neue Erkenntnisse zu erlangen, und zwar nicht durch Wettbewerb, sondern durch Kooperation. Mhm. Also wir sind sozusagen das Herausstellungsmerkmal der Primaten, heißt, wir sind keine Ameisenhaufen oder Bienenstaaten oder auch keine Herden und keine Schmetterlingsschwärme, sondern unsere soziale Struktur bezeichnen die Anthropologen als individualisierte Gemeinschaft. Und da heißt es, auf jeden kommt es an. Wenn einer was findet, was entdeckt, kann er das relativ schnell an andere weitergeben und dann machen es alle so. Und auf diese Weise ist alles das entstanden, was wir heute als unsere menschlichen besonderen Fähigkeiten betrachten. Mhm. Beim rechten Gang ging das los und bei der Erfindung der Sprache oder dann auch der Schrift und was noch alles bis hin zur Nutzung eines Computers. Das hat ja keiner selbst erfunden, sondern das haben wir alles von anderen übernommen. Und das geht nur dann, wenn es immer wieder Menschen gibt, die irgendwas entdecken. Und wenn die Gemeinschaft so beschaffen ist, dass andere die Möglichkeit haben, diese Erkenntnisse und diese Entdeckungen dann auch selbst zu nutzen. Und so entsteht Kultur. Mhm. Das sind Kulturleistungen und die sind dann entsprechend verankert. Und was dann ein bisschen deutlich wird, ist, dass wir dadurch, dass wir eben keine festen Verhaltensprogramme genetisch verankert mit auf die Welt bringen, sind wir im Grunde genommen ja Suchende. Also keiner weiß, wie es geht. Wir müssen es erst unterwegs im Laufe des Lebens, jeder Einzelne und wir alle zusammen herausfinden, wie das Leben als Mensch und das Zusammenleben mit anderen Menschen funktionieren kann. Ja, und da ist es relativ klar, wenn man als Suchender in dieser Weise unterwegs ist, kann man sich auch verirren. Mhm. Das kennen wir ja, es haben sich viele Einzelne schon verirrt. Und natürlich können sich auch ganze Gesellschaften verirren. Mhm. Ganz Oder denken wir nur an den Nationalsozialismus, das war ja eine kollektive Verirrung, wo die da gelandet sind. Und es ist jetzt natürlich schon ein bisschen eigenartig, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt in unseren freiheitlich-demokratischen Gesellschaften vor derartigen Verirrungen gefeit sind. Mhm. Nee. Uns immer noch irren und es kann sein, dass die Vorstellung, dass es nur eine Weiterentwicklung geben kann, solange auch die Wirtschaft wächst, dass das eine vollkommen irrige Vorstellung ist, mit der wir auch am Ende gegen die Wand laufen. Mhm. Also wir verankern die Lösungen, die wir finden, aber die können auch sozusagen langfristig ungünstig sein und dann wird es höchste Zeit, dass man sich davon verabschiedet. Und jetzt sind wir bei der Frage, ja, was ist denn mit jemand, der so meint, er wüsste jetzt genau, wie alles geht, der lässt ja gar nicht mehr viel in sich rein. Also der ist ja davon überzeugt, dass das jetzt alles so laufen muss, wie er sich das denkt. Hat sich eigentlich eine Lebenswelt geschaffen, die er komplett beherrscht und in der passiert dann auch nichts mehr. Und wenn dann nichts mehr Neues in der Welt passiert, in der man älter wird, dann kommt auch nichts Neues mehr ins Hirn rein. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass man sozusagen immer, dass das da oben immer nur in denselben Bahnen weitergeht und man dann natürlich auch das, was nicht mehr so bedeutsam ist, allmählich vergisst. Klar, soll sich das Hirn irgendwelches Zeug merken, was man sowieso nicht mehr gebrauchen kann. Mhm. Ja, Sie liefern ja quasi eine Begründung dafür, warum sich bestimmte Dinge auch gesellschaftlich wiederholen, weil wir einfach bequem sind und weil das Gehirn nach energetischen Aspekten funktioniert. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, es werden im Moment ja jeden Tag werden
2500 bis 3300 Menschen gehen in den Ruhestand, die sogenannte Babyboomer-Generation. Wir beide gehören ja gerade vom Alter auch noch dazu. Sie sozusagen am Beginn und ich eher am Ende dieser Zeitspanne. Und wir sind ja jetzt sozusagen, wenn man das auch mit dem Kulturaspekt, den Sie genannt haben, verbindet, sind wir ja sowas wie, so erlebe ich das zumindest, Pionierinnen unseres Älterwerdens, weil es keine Modelle gibt auch dafür, dass die Gesellschaft so langlebig ist, wie sie im Moment ist. Das hatten wir ja vorher noch nie. Also steckt ja in dem, was Sie sagen, auch eine ungeheure Chance. Wenn wir aus dem Wettbewerb ein Stück aussteigen und wenn wir auch anfangen, ja, ich nenne das gerne die Sinnfrage zu stellen, also mehr mit diesen Themen, die Sie auch anschneiden in den neueren Veröffentlichungen, die Sie haben, wenn man die mehr in den Fokus nimmt. Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu? Hat das eine Chance? Wie, oder was müsste schon passieren? Der Umstand, das Ruhestand nennen. Es müsste uns ja die Haare zu Berge stehen. Ja. Das heißt, jetzt hat einer sein Lebenswerk getan und hat sich das ganze Leben lang abgearbeitet und jetzt hat er den verdienten Ruhestand. Und was soll denn das heißen, dass ich mich jetzt zurücklehne und die Füße auf die Fußbank stelle und mir den Fernseher einschalte? Was heißt denn Ruhestand? Mhm. Das ist leider in unserer Gesellschaft so, dass wir immer noch nicht verstanden haben, dass Tätigsein ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Und das hängt damit zusammen, dass wir unter Tätigsein eben meistens Arbeit verstehen, und zwar Lohnarbeit, Bezahlarbeit. Und das ist etwas, was nur wenige Menschen gerne machen. Das sagen sie alle, das muss ich doch, ich muss doch Geld verdienen und deshalb gehe ich jeden Tag da mal lochen. Und wenn man so eine negative Einstellung gegenüber dem Tätigsein hat, dann erscheint einem die Freizeit und dann der Ruhestand als ein Schlafenland. Ja, dann wird das auch angestrebt mit dem Ergebnis, dass man dann in diesen Zeiten, wo man dann also nicht tätig sein muss, sich hängen lässt. Mhm. Ja, und jetzt haben Sie vollkommen recht, es ist jetzt eine neue Generation unterwegs und wenn wir uns ein bisschen umschauen, sieht man auch, dass das, was ich da eben noch so katastrophal an die Wand gemalt habe, ein altes Bild ist. Es gilt immer noch für einige. Ne? Einige sind immer noch froh, wenn sie endlich in die Rente gehen können und nichts mehr machen müssen. Aber es gibt auch viele, die das als eine Chance begreifen, nochmal sozusagen endlich in ihrem Leben eine Tätigkeiten auszuführen, die sie selber machen wollen. Also das nicht etwas, was sie müssen, sondern was sie wollen. Und dann können sie sich fragen, was will ich denn eigentlich? Und da gibt es eben, ja, jetzt wie jeder beobachten kann, Unmengen von älteren Menschen, die wandernd, radfahrend und sonst wie unterwegs sind. Es gibt Unmengen von älteren Menschen, die sich im Ehrenamt um irgendetwas kümmern. Es ist eigentlich großartig. Also, und das führt sogar dazu, dass, ich hatte ja auch mal ein nettes Buch über die Demenz geschrieben. Das führt dazu, dass jetzt in einigen Ländern, also in England und in den USA, hat man das schon auch objektiv nachweisen können, dass die Häufigkeit, mit der Menschen heutzutage in den 60er Jahren, also wenn sie so in ihren 60ern sind, eine Demenz bekommen, dass diese Häufigkeit abnimmt. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben ja immer prognostiziert, dass die Demenz eine zwangsläufige Folge des Alterns ist. Mhm. Nee. Die Demenz ist möglicherweise eine Folge der Tatsache, dass eben Menschen dann auch übrig sind, nicht mehr gebraucht werden, keine sinnvollen Tätigkeiten mehr haben, einfach vergammeln. So. Mhm. Und da kommt jetzt eine neue Generation, die sind ja zum Teil auch noch aus den 68ern und die sind was anderes gewohnt und die sind auch häufiger gerne tätig und die kümmern sich auch um was. Und denen geht es nicht so sehr darum, endlich dem furchtbaren Arbeitsleben und der Maloche entronnen zu sein und jetzt das Leben genießen zu können, sondern die wollen noch was im Leben. Und das führt dann dazu, dass sie dann auch offen genug bleiben, dass sie genügend immer wieder neue Herausforderungen finden, an denen sie da wachsen können. Und dann findet das Hirn für solche Herausforderungen auch immer wieder neue Lösungen. Dann kommt es immer wieder zur Herausbildung neuer Nervenzellvernetzungen, die dort oben auch verankert werden. Und dann
sieht die ganze Situation dann doch sehr grundlegend anders aus. Jedenfalls bei denen, die zu dieser, nennen wir es jetzt mal, neuen Generation von älter werdenden Menschen zählen. Mhm. Genau, unsere Hörerinnen interessiert ja auch sehr, was sie tun können. Sie haben das jetzt ja schon angedeutet durch das Tätigsein und dadurch, dass man neue Herausforderungen sucht. Was würden Sie sagen, würde das noch begünstigen? Also weil das eine ist ja Radfahren und Wandern, das ist sicherlich schon gut, aber das andere ist ja auch, Sie haben das eingangs gesagt, sich in der Tiefe mit Themen auseinanderzusetzen. Welche Chancen sehen Sie da, gerade in dem Alter jenseits der 60? Also ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir die kognitiven Aspekte unseres Daseins sehr überbetonen. Und das kommt vielleicht aus der Aufklärung, weil wir da mal geglaubt haben, mit dem nackten Verstand ließen sich alle Probleme dieser Welt lösen. Das hat sich ja doch als ein ziemlicher Irrtum herausgestellt. Und deshalb geht es wohl eher darum, dass man sich in seinem Leben, ja, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist, dass man sich auch nochmal von irgendwas berühren lässt im Inneren. Mhm. Es geht um Empfindsamkeit, es geht um das Wiederfinden von Lebendigkeit, die man im Arbeitsprozess möglicherweise weitgehend verloren hat, weil man da ja ständig nur funktionieren musste. Da hat man auch lebendige Bedürfnisse unterdrücken müssen. Die sind natürlich nun nicht richtig weg, aber die sind so weit im Hirn weggehemmt durch Verschaltungen, die da drüber gewachsen sind, dass die für viele Menschen gar nicht mehr zugänglich sind. Und bisweilen erlebt ein älter werdender Mensch eben nochmal so eine Sternstunde, in der der plötzlich wieder in Berührung kommt mit diesem lebendigen Anteil in sich selbst. Das ist ja fast wie eine Erleuchtung. Und viele sagen dann, okay, dann das ist das falsche Leben, was ich hier führe. Ich mache was anderes. So, und ein Aspekt, der dann praktisch auch meistens von selbst umgesetzt wird, das muss man den Leuten gar nicht sagen, ist, die fangen an, sich nochmal um irgendwas zu kümmern. Mhm. Also nicht Freizeit gestalten und viele Inputs und immer wieder was Neues und jeden Tag in eine andere Theatervorstellung oder ständig da draußen am Fahrrad. Nee, es gibt auch sozusagen ein Geheimrezept für die Nährung des Gehirns, so dass das also da oben alles möglichst lange lebendig bleibt. Und das heißt, man müsste im Leben irgendwas haben, worum man sich sehr gerne kümmert. Mhm. Jetzt sind wir in dem Bereich Ehrenamt. Mhm. Und jetzt sind wir auch in dem Bereich Großvater, Großmutter. Oder überhaupt ältere Menschen hätten unglaubliche Möglichkeiten, sich um Kinder und Heranwachsende zu kümmern. Wird alles nicht genutzt in unserer augenblickigen Gesellschaft, weil es da immer eben, ja, wir haben uns einreden lassen, es ginge um Bequemlichkeit und um bequemes Leben, um Freizeitgestaltung. Nee, geht es nicht. Es geht um Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins und diese Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins können Sie nicht durch Nachdenken erreichen, sondern die können Sie nur erreichen, indem Sie sich fragen, ob es irgendwas auf dieser Welt gibt, was Sie so berührt, dass Sie sich gern darum kümmern wollen. Und dann werden Sie wieder wach. Mhm. Da sind wir wieder bei den Emotionen. Nämlich Berühren hat ja was mit Emotionen und Empfindungen zu tun und das scheint ja ein ganz wichtiger Quell. Sie sagen, wie haben Sie es ausgedrückt, das ist Nahrung für das Gehirn, wenn ich berührt bin. Ja, wenn Sie etwas mit Hingabe tun, dann kommt es im Hirn zu dieser Aktivierung emotionaler Bereiche und da werden dann diese Botenstoffe ausgeschüttet, die Sie brauchen oder die das Hirn braucht, damit dann nochmal was Neues da oben wächst. Das ist aber jedes Mal dann der Fall, wenn Sie für ein Problem eine Lösung finden. Immer dann, wenn Sie etwas gut hinbekommen haben. Aber dazu müssen Sie natürlich auch ein Problem haben. Wenn Sie keins haben, kriegen Sie auch keine Lösung. Aber wenn Sie jetzt etwas haben, worum Sie sich kümmern wollen, dann haben Sie ein Problem nach dem anderen und dann versuchen Sie Lösungen zu finden. Und jede dieser Lösungen führt in Ihrem Inneren zu einer, nennen wir es mal, zu einem glücklichen Zustand, weil Sie sind froh, dass Sie das jetzt so herausgefunden haben, dass Sie das so gelöst haben. Und da kommt es im Hirn zur Freisetzung dieser besonderen Botenstoffe, die wie Dünger auf die Nervenzellen wirken und die Nervenzellen dazu bringen, dass sie nochmal neue Fortsätze auswachsen, neue Kontakte machen, bestehende Kontakte fester machen.
Und das ist ja auch der Grund, dass alles das, was man im Leben dann einmal so an Lösungen findet, dass das im Hirn dann auch so schnell und so fest verankert wird in Form entsprechenden Netzwerken. Aber wir hatten ja vorhin schon gesagt, manchmal findet man eine Lösung, meistens eben auch schon, wenn man noch jünger ist, oftmals schon als Kind, da findet man eine Lösung. Und die wird dann im Hirn verankert und wird zu einer festen Vorstellung und die wird dann zu einem Gefängnis, in dem man dann das ganze Leben lang sich selber eingesperrt hat. Also nicht jede Lösung, die wir finden und die im Hirn verankert wird, ist dann auch eine langfristig günstige Lösung. So, und langfristig günstige Lösungen fänden wir alle dann, wenn wir es fertig brächten, uns um etwas zu kümmern, was uns wirklich am Herzen liegt. Mhm. Aber da sehe ich in den Schulen wenig Tendenzen, dass das den Schülern nahegebracht wird. Die haben kaum eine Möglichkeit, sich um irgendwas zu kümmern, was ihnen am Herzen liegt, weil sie schon gar keine Zeit mehr haben vor lauter Unterricht, der dort erteilt wird. Mhm. Das heißt, und selbst wenn sie zur Feuerwehr gehen wollen und im Feuerwehrverein mitmachen wollen, haben sie meistens keine Zeit, weil wir inzwischen ja auch Ganztagsschulen haben und es scheint ja alles um sich zu greifen, sodass am Ende diese Möglichkeit vielen versagt bleibt und dadurch kennen die das auch gar nicht, was das für ein wunderbares Gefühl ist und für ein Glück, wenn man sich um etwas kümmern darf. Das ist ja so, als ob man etwas verschenken darf. Mhm. Ja, ich bin... Wenn sie mich jetzt sehen könnte, ich habe so ein Lächeln auf den Lippen. Ich finde, dass dieses Bild des Berührtseins, das sich als Herzensangelegenheit um etwas kümmern, das gefällt mir total gut. Und ich glaube, dass wir, ähnlich wie Sie haben ja den Zusammenhang zur Schule hergestellt, dass wir das auch im Alter wieder neu lernen müssen durch die, wie soll ich sagen, durch die Sozialisation, die wir in unserer wettbewerbsorientierten Gesellschaft erlebt haben. Und ich merke das bei mir. Bei mir rutschen auch so Themen, die vorher überhaupt keine Rolle gespielt haben oder wenig Rolle gespielt haben in meinem Leben, in den Fokus. Zum Beispiel die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Dingen oder die Frage, was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Und wenn ich Ihre Veröffentlichungen beobachte, dann habe ich den Eindruck, Ihre Auseinandersetzung sozusagen auch mit dem, was Sie eingangs gesagt haben, die kriegt eine ganz andere Tiefe nochmal, jetzt wo Sie selbst älter werden. Würden Sie das auch so sagen? Nö, nee, glaube ich. Also ich habe kein Problem mit dem Älterwerden. Ich finde das schön. Je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich mich selbst und die Welt etwas besser verstehe. Mhm. Also eigentlich immer nur eine Bereicherung. Dann habe ich das Glück, dass ich keine allzu großen körperlichen Gebrechen habe, die mir zu schaffen machen. Aber selbst wenn ich die hätte, glaube ich, könnten die mich nicht von dieser Einstellung abbringen, dass es wunderbar ist, älter zu werden. Mhm. Ja, genau. Und das ist ja auch das, was ich versucht habe auszudrücken, dass es schön ist, älter zu werden oder schön sein kann, wenn es gelingt, mich berühren zu lassen, sozusagen. Ja, das glaube ich, deshalb hat das auch mit Lernen. Sie müssen im Alter nichts lernen. Sie müssen nicht eher wieder das vieles von dem verlernen, womit sie das ganze Leben funktional zugebracht haben. Und das heißt dann eher, sie müssten etwas zulassen. Also zum Beispiel, dass sie sich berühren lassen. Schauen Sie mal als Großvater Ihren kleinen Enkelkindern wirklich zu und hören Sie auf, die ständig erziehen so wollen. Dann kriegen Sie Tränen in die Augen, weil die Ihnen vormachen, was ein lebendiges Leben heißt. Und was Fantasie heißt und Kreativität und Körperlichkeit. Das haben die Kinder ja alles. Im Grunde genommen sind das unsere besten Helfer, um nicht alt zu werden. Oder uns nicht alt zu fühlen. Es ist ein Geschenk, dass wir Kinder begleiten dürfen, weil die uns selbst auch mit ihrer Lebendigkeit anstecken. Da wird man selbst wieder lebendig. Und es gibt viele Leute, die haben die feste Vorstellung, dass das Schlimmste ist, was ihnen passieren kann, dass sie sich jetzt auch noch um ihre Enkelkinder kümmern. Die haben sich natürlich leider eingesperrt in einem Gefängnis einer sehr ungünstigen Vorstellung. Ich finde, Sie bringen mich zum Nachdenken. Kann ja nicht schaden.
Genau, kann nicht schaden, richtig. Weil so ein neuer Blick hineinkommt, den sie hineinbringen sozusagen. Und ja, mir fällt kein gutes Wort ein als, oder mir fällt nur das Wort Vereinfachung ein. Also sich wieder rückbesinnen auf die ganz normalen, ja, Höhen und Tiefen im Leben und das Wahrnehmen, wieder mehr Achtsamkeit hineinbringen ins Leben, unabhängig von Wettbewerb und Leistung und weiter lernen müssen, ja, sich berühren lassen. Ja, vielleicht ist sogar der richtige Ausdruck, wieder lebendig werden. Mhm. Weil viele Menschen haben ihre ganze Lebendigkeit verloren, um gut funktionieren zu können in diesem Hamsterrad. Und das gerade Eltern, die jetzt kleine Kinder oder Kinder begleiten, dann haben sie auch noch sich um ihre eigenen Eltern zu kümmern, dann sollen sie auch noch arbeiten oder müssen sie arbeiten und dann sollen sie noch dieses und jenes machen und sich auch nur um ihre Gesundheit kümmern und Sport treiben und dann müssen sie aber auch noch kulturelle Dinge wahrnehmen, damit sie mitreden können und sie müssen sich überall ständig auch gut informieren, damit sie Bescheid wissen. Die kommen doch überhaupt nicht mehr zu sich. Mhm. So, und die funktionieren dann, aber die sind nicht mehr lebendig. Also da ist die Sinnlichkeit weg, die Erotik weg, die Offenheit ist weg, die Kreativität ist weg. Das ist ja irgendwie ein furchtbares Leben. Also sie leben noch, aber sie sind nicht mehr lebendig. Und manchen, leider beobachte ich das auch immer häufiger, ist diese Lebendigkeit schon mit 16 abhanden gekommen. Und das wird dann plötzlich eine ganz andere Betrachtungsweise. Dann stellt man nämlich plötzlich die Frage, worum geht's denn hier überhaupt? Geht es darum, dass ich möglichst lange lebe oder dass ich möglichst lange lebendig bleibe? Das ist ja nicht dasselbe. Richtig, ja. Genau, und ich denke ja, dass wir diese andere Konnotation, nämlich das Anti-Aging, noch ganz stark in uns haben. Also, dass wir da gesellschaftlich noch lange nicht so weit sind. Und Sie sagen ja gerade, Sie machen ja gerade auf, ja, lebendig sein im Alter, Lebendigkeit spüren und gar nicht so sehr im Vordergrund haben, wie alt werde ich denn, sondern das Leben genießen, sich berühren lassen, sich kümmern. Das kriegt ja, ja, dieses Großvaterbild geht mir nicht aus dem Kopf. Das heißt, im eigenen Dasein endlich einen Sinn zu verleihen. Mhm. Und der nicht darin besteht, dass man Geld verdient und alles das macht, was andere von einem erwarten. Mhm. Man endlich mal das macht, was einem selbst als Bedürfnis aus einem selbst heraus, aus dem Inneren erwächst. Großartig. Mhm, großartig, ja. Wir nennen man das kann, nicht so richtig, weil wir uns sozusagen in dieser Welt, in der wir bisher gelebt haben und groß geworden und älter geworden sind, diese Vorstellungen der meisten anderen Menschen, die hier unterwegs sind, auch zu eigen gemacht haben. Und dann hängen wir in diesen Vorstellungen. Mhm. Und dass es eben darauf ankommt, das Alter zu genießen. Nee, kommt nicht darauf an, das Alter zu genießen, sondern sich darüber zu freuen, was es jeden Tag Neues zu entdecken gibt. Mhm. Mhm. Genau, und wie es mich berührt. Ja, und dann kommt noch diese Anti-Aging-Industrie und uns noch eines käme darauf an, forever young zu bleiben. Mhm. So, das ist ja das Allerletzte. Mhm. Keine Falten, kein Haarausfall. Und dann also diese ganzen Gesundheitsmittel und diese ganzen Nahrungsergänzungsstoffe und was sie uns da alles andrehen. Von mir aus, wer das unbedingt meint, dass er das braucht, soll es machen. Aber das Ergebnis ist ja immer, dass wenn man etwas findet, was sozusagen das Leben bequemer macht, dann verliert man die Fähigkeit, das, was man mit Hilfe dieses Geräts oder dieses Wirkstoffs machen kann, dass man es selber macht. Mhm. Eigentlich ist jede Erleichterung des Lebens eine Beschneidung der eigenen Möglichkeiten. Mhm. Genau, und da sind wir wieder am Anfang dessen, was Sie sagten in Bezug auf die Energie des Gehirns. Und genau, es geht um Erweiterung letztendlich des Möglichkeitsraums, aber auf einer ganz ja lebendigen und sinnorientierten Weise. Ja, nicht die Erweiterung des Lebensraums durch Gerätschaften, die man benutzen kann, um vom Sofa aus sich überall hin zu beamen, sondern Erweiterung des Lebensraums, indem man sich mit dem Leben verbindet und sich in diesem realen, lebendigen Leben etwas sucht, worum man sich gerne kümmern würde. Mhm. Mhm.
Darf ich Sie noch fragen, wie Sie das bei sich selber erleben, auch vor dem Hintergrund des letzten Buches, was Sie geschrieben haben, Lieblosigkeit macht krank, was unsere Selbstheilungskräfte stärkt und wie wir endlich gesünder und glücklicher werden? Ja, das ist der Versuch, unserem gegenwärtigen Verständnis von Gesundheit etwas gegenüberzustellen. Sie haben das ja schon in dem Gespräch gemerkt, dass das, was ich da vorbringe, nicht so ganz passt und vieles in Frage stellt. Und diese Vorstellung, dass wir krank werden, wenn wir älter werden, weil unser Körper sich abnutzt und man dann entsprechende Reparaturmaßnahmen in Anspruch nehmen muss, die uns die Mediziner anbieten, indem da Gelenke ausgetauscht werden. Also das hört sich ja alles an, als wären wir eine Maschine, die also neuen Sprit eingefüllt bekommen muss und gut geschmiert werden muss. Und wenn irgendein Teil verschlissen ist, dann wird es ausgetauscht. Und das einzige Teil, wo wir nicht so sicher sind, wie wir das austauschen sollen und können, das ist dann das Gehirn. Und deshalb haben wir die größte Angst, dass uns das auch noch kaputt geht. Und das ist natürlich, ich hatte ja vom Anfang schon über die Verirrungen gesprochen. Und das ist sicherlich eine Verirrung unserer eigenen Vorstellungen von uns selbst. Also wir verwechseln uns selbst mit Maschinen. Wir sind auch Maschinen. Und das, was uns von Maschinen unterscheidet, ist, dass wir als lebendige Wesen Bedürfnisse haben. Also käme es darauf an, nochmal zu gucken, was man eigentlich für Bedürfnisse in sich trägt, die man möglicherweise die ganze Zeit irgendwie unterdrückt hat oder an die man gar nicht mehr rankommt. Und in dem Zusammenhang wäre es auch ganz interessant, wenn wir uns auch von der Vorstellung verabschieden könnten, dass unsere Emotionen etwas sind, was uns da also immer von irgendwelchen Regionen im Hirn sozusagen in Gang bringt und aufwühlt, sondern unsere Empfindungen und unsere Emotionen, unsere Gefühle sind ja eigentlich nichts weiter als Hinweisschilder, die hochgehalten werden in uns und die uns signalisieren, dass ein Bedürfnis, ein lebendiges Bedürfnis, was wir haben, nicht gestillt ist. Also wir haben zum Beispiel das Bedürfnis, selber unser Leben gestalten zu können, autonom und frei zu sein. Und wenn das nicht geht, weil uns irgendjemand dauernd sagt, was wir zu tun und zu lassen haben, dann kriegt man Gefühl. Und das Gefühl heißt Wut. Und dann hauen wir dem einen auf die Mütze. Und jetzt geht es doch nicht darum, mit der Wut umgehen zu lernen, was ja in vielen Programmen dann angeboten wird. Lernen Sie, Ihre Gefühle zu beherrschen oder lernen Sie, Ihre Wut anzunehmen machen Sie weniger was mit dem Verstand, sondern mehr mit dem Gefühl. Nee, wir müssen die Gefühle fragen, diese emotionalen Ausdrucksformen müssen wir fragen, was sie uns sagen wollen. Also welches Bedürfnis ist dann jetzt nicht gestillt? Eifersucht, nehmen wir Eifersucht. Ja, das ist ja ganz offensichtlich, haben wir ein ganz tiefes Bedürfnis nach Verbundenheit. Und wenn das verletzt wird, kriegen wir Eifersucht, ja. Aber dann nützt die Eifersucht nichts und auch nicht, dass man jetzt gegen die Eifersucht ankämpft, sondern da müsste man gucken, ob es nicht auf der Welt irgendwas gibt, mit dem wir uns auch wirklich wieder so fest verbinden können, dass es uns gut geht. Wenn das ein Haustier ist, ein Kanarienvogel, das ist egal. Also wenn es nicht anders geht, dann eben ein Haustier. Oder was auch für ältere Menschen sicherlich in vieler Hinsicht hilfreich ist, die Natur. Also auch Kunst, auch Musik. Es gibt so vieles, womit man sich wirklich ganz tief im Inneren verbinden kann und wo man dann auch nicht Gefahr läuft, dass man da ständig verletzt wird. Und eifersüchtig werden muss. Wenn ich Mozart liebe, brauche ich nicht auf Beethoven eifersüchtig zu werden. Genau, richtig. Ja, also ich merke, wie Sie mich zum Nachdenken anregen. Ich kann das so spontan gar nicht anders sagen. Und ich finde, Sie haben jetzt in dieser Episode mit dazu beigetragen, dass ich zumindest, und ich hoffe meine Hörerinnen auch, nochmal einen ganz anderen Blick auf das Älterwerden bekommen haben. Und ich würde es jetzt abschließend gar nicht koppeln an das Älterwerden, sondern das scheint ja ein genereller Prozess zu sein, der eigentlich im Leben im Vordergrund stehen sollte. Ja, es geht gar nicht ums Älterwerden. Ganz genau. Es geht um die Aufrechterhaltung unserer wirklichen Lebendigkeit. Mhm, ja. Genau. Und das
nehme ich so mit als Erkenntnis sozusagen für mich auch daraus und verbinde aber gleichzeitig, ich bin ja auch in diesem Hamsterrad, ich bin immer noch berufstätig und kenne das, was Sie beschreiben. Und ich nehme für mich mit, dass ich eine neue Chance kriege, sozusagen, Lösungen in meinem Gehirn anders zu gestalten, indem ich meine Aufmerksamkeit nochmal auf auch andere Dinge richte. Obwohl ich sage, ich glaube, ich bin da schon wirklich gesegnet, weil ich ja auch einen Beruf ausüben darf, der mit Kindern zu tun hat und mit Menschen. Und dadurch bleibt in mir sowieso so eine gewisse Lebendigkeit oder ist da und auch eine Berührung. Gerade gestern hatte ich wieder so ein intensives Gespräch mit einer Pflegemutter und da, glaube ich, geht es mir schon gut. Aber ich verstehe sehr gut, was Sie sagen und ich kenne auch andere Menschen, denen das sozusagen viel schwerer fällt als mir jetzt. Und von daher, glaube ich, ist diese Denkrichtung, ich sage jetzt bewusst nochmal Denkrichtung, letztendlich ist es ja ein Nachspüren in sich, ein Wahrnehmen in sich, was tut mir gut, was entspricht meinen Bedürfnissen, womit kann ich mich verbinden? Und dazu, glaube ich, braucht es, wie Sie sagen, Muster oder auch neue Bahnen im Gehirn, um das wieder neu aktivieren zu können. Es braucht einfach die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Genau. Mhm. Aber vielmehr ist das nicht. Das ist nicht so was Anstrengendes. Mhm. Es ist eher etwas wie eine Entdeckungsreise in sich selbst. Mhm. Ja, das ist schön, dass Sie das nochmal sagen. Und das ist auch ein super tolles Schlusswort. Also das Älterwerden oder das Leben, besser gesagt, als Entdeckungsreise zu sich selbst. Mit all den Dingen, die berühren, die gut tun, die mich emotional angehen. Und ja, das ist eine schöne Botschaft. Ich danke Ihnen sehr, Herr Hüther. Ja, sehr gern und alles Gute. Ihnen. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast auf der Homepage www.gelassen-älter-werden.de. Finden Sie unser Magazin und weitere Informationen. Noch mehr von uns gibt's übrigens auf YouTube, Facebook und Instagram. Über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns immer. Und empfehlen Sie uns gern weiter, denn welcher Silver Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und gelassen und bis zum nächsten Mal, sagt Ihr Bertram Kasper.